EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen in der Winterpause bei Hansa Rostock und beim Gary. Guten Tag, liebe Leute. Es wird eine Transfer- und Spielspaß-Folge, sag ich mal so. Wir haben, das habe ich schon mal gemacht in der Offline-Phase, 4 Freundschaftsspiele am Start. Und zwar zweimal gegen den 1. FC Schönburg. Die hatten eine 200er Stärke. Und hier habe ich offensichtlich wieder vergessen, das auswärts einzutragen. Ach komm, das kostet euch Spaß. 3000 Euro, komm, dann machen wir das nochmal. Weil sonst kein Mensch wollte. Ne? Also weder starke noch schwache wollten Spiele machen, auch hier in Spanien. Ich habe jeden einzelnen Tag durchgeklickt bis zum 19. Spieltag, wo wir gegen 1. FC Kaiserslautern ran müssen. Und da haben wir nur zweimal den 1. FC Schönburg bekommen. Und ich habe mir gedacht, wir spielen noch dann zweimal gegen die A-Jugend. Die verliert nämlich dann einfach nicht so Moral wie die zweite Mannschaft. Wenn wir die zweite Mannschaft jetzt irgendwie da in so ein Spiel reinbringen und wir kloppen die weg oder so, ja, dann haben wir hier lauter arme Säcke, die richtig sauer sind und so. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich habe auch die zweite Mannschaft meins, da habe ich kein Trainingslager gemacht, da habe ich, glaube ich, ein Freundschaftsspiel angesetzt oder so. Genau, da habe ich auch mal ein Freundschaftsspiel angesetzt gegen unterklassigen Vereinen, da ging das, damit die auch mal Form kriegen und die wollte ich auch noch ins Trainingslager schicken, wenn ich, nach dem Freundschaftsspiel geht es, glaube ich, wieder. Und dann hoffen wir, dass das hinhaut, ne? Dann haben wir ganz viel vor uns in dieser Folge, deshalb wird es wahrscheinlich eine Stunde, auch wenn wir nicht viel vorankommen werden im Kalender. Aber ich glaube, es wird interessant wegen der möglichen Neuzugänge oder der möglichen Abgänge auch. Ich habe da schon konkrete Ideen selbst im Kopf, aber auch von euch bekommen, die sich da echt ganz, das ist auch geil, will erfolgreich Fußball spielen und dann kann ich ihm sagen, muss deine Ziele herunterschrauben. Eure Ideen will ich natürlich auch mit einbringen, ne? Und da haben sich ganz viele gemeldet und deshalb ist das durchaus machbar, hier etwas auf die Beine zu stellen. Ne? Während ich mich hier noch ein bisschen durchklicke, machen wir das mal in der zweiten Mannschaft, kann ich euch schon mal eine tolle Nachricht verkünden. Neben Ruxon, den habe ich letztens noch als Rayson betitelt in der letzten Folge, tut mir leid, bin einfach, den Namen irgendwie dann doch gewöhnt. Neben Ruxon hat jetzt auch noch Georgattas angefangen, ein Let's Play zu starten. Der hat heute seine erste Folge rausgebracht. Nicht heute, weil die Folge kommt erst Dienstag. Am Montag hat er die erste Folge rausgebracht. Guckt doch mal bei dem vorbei. Ich habe ihn verlinkt unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal drauf. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, weil ich jetzt erstmal hier die Folge selber aufnehmen wollte. Und dann habe ich heute Abend noch meinen Zockerabend mit meinen Kumpels. Und deshalb wird das heute nichts, aber auf jeden Fall werde ich mir das angucken und bin gespannt, wie das so läuft bei dem Kollegen, der sich bei uns auch nochmal gemeldet hat im FM-Zocker-Forum, natürlich, mit sehr wichtigen Sachen. Und gucken wir gleich rein in die Kommentare. So, und das machen wir nämlich jetzt als erstes. Und zwar IMJ ist bei FM-Zocker wie immer am Start und der, da muss ich mal so ein bisschen rausfiltern, weil er ganz viele Sachen schreibt, die so ein bisschen zusammenfassend sind von der letzten Folge. Finde ich immer super, aber ist fürs Vorlesen natürlich Quatsch, ne? So, was hat er geschrieben? So, irgendwann kommen wir doch hier. Abwertung halten sich glücklicherweise in Grenzen. Knöll wird sogar aufgewertet. Zusätzliches Budget kommt für ihn sehr überraschend, aber ist natürlich erfreulich. Wir haben nämlich jetzt hier Gehälter 5 Millionen, 5,5 sogar und Transfers 2,5 Millionen. Da geht bestimmt was. So, dann hat er gesagt hier, ein, zwei gute Spieler holen. Bitte mach nicht den Fehler, mehr Spieler zu holen, die wieder unter dem Schnitt liegen. Dann lieber nur einen oder zwei, die dann aber auch was bringen. Santana und Filipenko wären zwei interessante Kandidaten für 1 bis 1,5 Saisons gut wären. Gucken wir mal nochmal rein hier in unsere Suchkriterien. Auslaufen, war das auslaufend? Weiß ich jetzt schon alles nicht mehr hier wieder. Meine Güte, der Gary, ey. Johannes Flum hatten wir hier, Hünemeyer. War hier nicht drin. Transferliste war es ja auch nicht. Dann machen wir nochmal andere Dinger hier. Wir tun hier mal wieder so hin. Und alle. Beide.
Und ja, realistische Transfers. Ne? Da können wir hier eigentlich mal Hansa, weiß ich nicht, alle oder so suchen. Bei Einstellung speichern. Vielen Dank. Gucken wir mal rein, was wir jetzt hier so nochmal haben. Und gucken wir bei den Innenverteidigern. Ah, mache ich es anders. Das hat ja auch der Frank Schönekerst schon angemerkt. Ne? Man kann das ja hier selber nach Positionen und sogar nur beste Positionen anzeigen, suchen. Machen wir mal so. Geht das ein bisschen besser hier. Ne? So, zack, zack. Jetzt haben wir hier gar keinen Philippe Santana. Doch, haben wir noch hier. Hier haben wir irgendwie noch Philippe Santana, 61. Und Filipenko, der wäre sogar noch ein Ticken. Dennis Linzmeier ist natürlich auch klasse. Ne? Der ist sogar noch... Ja, das wäre vielleicht sogar der noch bessere Kandidat. Der hat noch ein bisschen... Noch einen Ticken stärkere... Stärke halt, ne? Und vor allem ist der auch ein bisschen jünger, ne? Ich weiß, einige haben gesagt, hier, wir sollen auf alte Leute setzen, aber wir merken an Lara, und das hat ja auch zum Beispiel IMJ dann auch noch geschrieben, dass das da so ein bisschen schwierig wird bei den Älteren, ne? Die werden dann auch schnell abgewertet. So, deshalb gucken wir einfach mal hier bei Linzmeier. Wir brauchen einen Innenverteidiger, auf jeden Fall. Wir sind noch bei extrem hoch. Deshalb können wir hier sagen, Spieler mal loben hier. Sind wir immer noch bei extrem hoch. Und dann machen wir mal Kaufangebot. Nicht gerade begeistert. Kostet auch eine Mille, ne? Das wiederum ist bei den Alten dann halt nicht der Fall, ne? Aber wir gucken mal. Einen Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall, einen richtig starken. Und der kann auch noch DM spielen. Also der wäre wieder flexibel einsetzbar. Ja. Wäre schon nicht so verkehrt. Vor allen Dingen sind die dann auch nicht so langsam, die etwas jüngeren Spieler. Ne? Gucken wir gerade mal rein. Antritt hat er nämlich 80 und 75. So, wunderbar. Ja, dann war noch die Idee. Linke und rechter Verteidiger hätten wir gut. Linkes und rechts Mittelfeld hätten wir gut. Sturm hätten wir auch ganz gut. DM und OM-Bereich, sagt er, müssten wir eigentlich noch einen Plus, einen 70er Plus holen. Ne? Das kann ich durchaus nachvollziehen. Gucken wir nochmal rein hier. Da gibt es nichts. Dann gehen wir hier mal ran. Alle im Mittelfeldbereich, im Zentrum. Gucken wir mal rein, was da so geht. Wen wir da so haben. An starken, wirklich starken Spielern. Zum Beispiel hier Christoph Moritz und Schnellhardt. Fabian Schnellhardt wurde auch von einem von euch gesagt. Ich lese nachher nochmal vor, die Kommentare, logischerweise. Aber der kostet 2,2 Millionen. Ne? Das ist zu viel, glaube ich. Also das... Kriegen wir dann auch nicht. Höchstens, wenn wir nochmal bei den Gehältern... Wir gehen mal hier auf 1,7 und gucken mal, was bei rumkommt. So, dann machen wir auf jeden Fall mal hier Finanzstatus und ein bisschen die Budgets ändern. Wir sind nämlich hier ziemlich im Plus. Da haben wir immer noch irgendwie 3 Millionen oder so bei den Gehältern. Im Plus, ja, 3,5 und 4,5, so ist so ein bisschen besser. Und gucken wir weiter. So, was hat man noch da an DMs, die man sich mal angucken könnte zumindest? Schnellhardt finde ich schon eine ganz, ganz interessante Hausnummer auf jeden Fall. Ja, ja, das durchaus, auf jeden Fall. Und hier ist noch einer auf dem Transfermarkt, Mavrei, aber der ist auch schon älter. Filipenko hatten wir auch schon mal angeguckt. Ja, sowas, ne? Also, da gehen wir mal weiter in den Kommentaren. Da kamen auch noch ein paar Ideen. Und zwar Georg Gatters hat sich da gemeldet. Und fragt auch erstmal nach dem Urlaub. Da habt ihr alle nachgefragt. Und das ist natürlich ganz toll verlaufen bei mir. Der Urlaub war super. Freue ich mich total, dass ich den machen konnte. Und Wetter war super. Alles klasse. Nur ein bisschen wenig geschlafen, weil es so heiß war. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Der Georg Gatters meint nämlich... Wir sollten auch einen anderen Stürmer kaufen und mindestens einen 70er Plus, einen Sturmtank. Und dann würde er auf der anderen Seite entweder der Lombre in die dritte Liga verleihen und kriegt als dritten Stürmer oder halt kriegt zum Beispiel, ja, verkaufen. Ne? So, IV mindestens 71, ja, das haben wir schon mal. Also gucken wir mal rein, was da noch so gesagt wurde. Stürmer mal. Einfach mal gucken. Wir haben ja jetzt Zeit, ne? Wir nehmen uns jetzt hier richtig Zeit für die ganzen Spaß, weil sowieso Pause, Sommerpause ist. Ne, Winterpause, nicht Sommerpause. Das ist Quatsch.
So, hier Ari ist aber auch schon 34, ne? Also so ganz altes, echt, habe ich dann auch das Gefühl, ja, wenn die jetzt hier wenigstens, wenn die nichts wollen, ne, für den, dann ist das ja eine andere Hausnummer. Wenn man jetzt hier sagen könnte, keine Ahnung, der kommt jetzt hier einfach für ein Apfel und Ei oder so. Wir fragen einfach mal an für 600.000, ne? Gucken wir mal, was der Ari da so sagt. Den fände er hier zum Beispiel gut, oder Eswein oder Köpke. Köpke sehe ich hier jetzt gerade gar nirgends. Uribe wurde mir von abgeraten. Lese ich auch nachher nochmal vor. Ich weiß nicht mehr, wer es war, weil der würde das leere Tor nicht treffen. Finde ich ganz gut. Danke für den Tipp auf jeden Fall, ja. Durchaus. Wen haben wir noch hier? Pierre-Michel Lasogga aus der zweiten in Hamburg. Ja, hallo auch. Auch ein bisschen Absturz, der Gute, ne? Wäre natürlich auch noch jemand, der uns eventuell weiterholen könnte, weiterhelfen könnte, nicht weiterholen. Aber das ist lächerlich hier. Der hat die Schnauze voll, aber der Verein eine extrem hohe Schmerzgrenze. Das ist interessant auf jeden Fall. So. Der Leo ist besser. Leo, 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 ihn von Teilen, weiß ich jetzt nicht. Was hat man noch? Verkaufen würde ich noch Diané. Ja, Diané sowieso. Da sind sowieso jetzt ein paar hier auf Absprung bei uns. Unter anderem hier Diané, ne? Auf jeden Fall. Können wir nicht mehr gebrauchen, weil der hier auch gar keinen Bock mehr auf uns hat und eine richtig schlechte Form hat und auch nur noch eine 64. Also der hat ein paar Spiele bei uns ordentlich gemacht und dann war aber auch hier Schicht im Schacht. Gucken wir mal, wer da so Interesse haben könnte, auch in der zweiten Bundesliga. Das wird aber, glaube ich, auch nichts hier. Ah, schwierig, ihn noch an den Mann zu kriegen hier. Dann machen wir es anders und packen den in die zweite Mannschaft. Er hat eh mit mir abgeschlossen, habe ich das Gefühl. So, das gleiche würde ich machen hier mit Alibas. Brauchen wir auch nicht mehr. Und ich möchte dem Jungen die Möglichkeit bieten, dass er ja irgendwo noch regelmäßig auch spielt, ne? 195 ist er wert. Komm, zack, 195 stellen wir ein und gucken mal. Und Erfurt ist dann ihm interessiert. Ja, wunderbar. Arthur Hoche haben wir noch im Trainingsmodus hier bei uns mit dabei. Den kennen wir noch nicht so gut. Wäre auch noch ein Innenverteidiger, der ginge. So. Ja, dann kriege ich richtig einen am Sack vom Georgattas. Und durchaus zu Recht, sage ich mal, weil er ist entsetzt, was wir mit der zweiten Mannschaft quasi gemacht haben, ne? Da hätte ich mich verzockt. Zu viele gute ausgeliehen, weggeliehen und zu viele Nullen hier behalten. Ja, das mag auf jeden Fall stimmen. Und da sollten wir mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen an Leuten, die wir hier hinlotsen können, die vielleicht so im Anfang 60er-Bereich sind oder Ende 50er-Bereich. Müssen wir mal schauen. Und was mich auch interessiert hatte, war, bei Laien, kann man die eigentlich zurückrufen? Nee, ne? Das geht nicht. Nee, hätte ja sein können, dass man die einfach so zurückrufen könnte. Ja. Mein lieber Georg Gatters, hast recht, nehme ich auf meine Kappe und versuche mich in der nächsten Saison zu bessern. Ja, sorry dafür. So, gut, dann sind wir erstmal fertig. IMJ hat noch den Tipp gegeben, wenn das mit den Gehältern nichts wird, könnten wir noch den anderen Spielern in unserem Verein einfach mal immer 10% mehr geben, weil das Präsidium geht ja nach dem Durchschnittswert, ne? Wenn die so einen Vertrag mal nicht durchwinken. So, ja, der Ronny Schumann war auch im Urlaub. Ja, super, er war in Fulda und hat eine Kerze angezündet, ja. Schön, dass du im Urlaub warst. Hoffe, du hast dich erholt und ja, schade für die Kerze, beziehungsweise für Fulda halt, ne? Bitter. Dann hast du geschrieben, ich soll schon mal nach Geld zur Seite legen und ablösefreie Transfers für die neue Saison tätigen. Da habe ich mich kurz gefragt, ob du vielleicht einen Sonnenstich bekommen hast. Mein Freund, was ist denn da los? Wir müssen sehen, dass wir in der Liga bleiben und hier überhaupt in der Hansa Rostock bleiben. Aber ja, da kommen wir noch zu ablösefreien. Jetzt aber erstmal nicht. Jetzt wird erstmal hier gesehen, dass wir hier Plus bei uns machen, ne? Gut, dann haben wir noch irgendwelche Ideen, was hier noch passieren könnte? Erstmal so jetzt nicht. Frank Schönekäs, leichte Ergebnisverbesserung. Ja, die letzten beiden Spiele waren zumindest nicht verloren, ne? Nachholbedarf sieht er auf jeder Position. Holtmann war aber schon mal ein super Transfer.
Gut. Ich bin klar gegen weitere Ü30-Spieler. Wir haben auch ja schon ein paar, ne? Und ich habe ja auch schon gesagt, ja, es wird vielleicht ein bisschen knapp. Felipe Santana ist zwar bekannter Name, aber schau dir mal die Werte an. Beweglichkeit, Antritt und Schnelligkeit niemals verpflichten. Der ist zu langsam. Und dann wird er im März auch noch 34. Lara ist ein gutes Beispiel, ne? Der hat ja bei uns ganz gut gespielt eigentlich. Kam hier aber an mit einer Stärke von, ich glaube, 69 haben wir geholt, ne? Hier irgendwo auf dem Punkt hier seiner Karriere. Und dann ist er jetzt nur noch bei einer 66. Das liegt unter anderem natürlich auch an seiner schlechten Performance insgesamt der Mannschaft, aber auch daran, dass er halt alt ist, ne? So, dann seine Spielertrauben, die ich nur pflücken muss, heißen zum Beispiel Ampadu, ne? Den haben wir auch schon ein paar Mal auf dem Schirm gehabt. Ampadu. Der wäre super geil, weil der sich total gut entwickeln würde. Und ja, der ist flexibel und hat halt auch einen hohen Marktwert vergleichsweise. Eventuell holen und verleihen, aber das wird hier, glaube ich, echt teuer, wenn wir den hier holen wollen. Oh, wobei, es geht. Es geht. Dem hier sagen, du wirst ab und zu mal spielen vielleicht. Den könnte man vielleicht holen und dann echt für 2 Mille nächstes Jahr wieder verkaufen oder sowas. Könnte man vielleicht echt überlegen für 300.000. Oder in die zweite Mannschaft, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Da haben wir ja auch noch nicht so wirklich super Spieler. So. Aber ihm ist das hier unzureichend. Alles unzureichend, selbst hier ist erst fair. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ist jetzt irgendwie nicht so ganz klar. Der ist ja noch vereinslos, da kann man. Ah, Black Thistle ist aber an dem interessiert. Partick Thistle, so, nicht Black Thistle. Dann glaube ich, müssen wir ihn ziehen lassen. Also, ich würde jetzt hier ungern eine halbe Mille raushauen an Gehalt für so einen Jungen, der vielleicht nicht direkt weiterhelfen kann, ne? Wir haben gerade andere Probleme als Geldvermehrung eigentlich. Ich mache mal 350.000 und wenn er da ja sagt, ist gut, wenn nicht, nicht. So, dann Cuisance, hast du gesagt, würdest du gerne verpflichten oder zumindest mal nachsuchen. Ne? Warum ich dazu mache, weiß kein Mensch. Cuisance. Michael Cuisance. ZM72. Ja, 1,9 Mille, spielt in der zweiten Mannschaft von Hamburg. Und der Verein will den Spieler abgeben. Das heißt, wir gehen hier mal auf 1,2 Millionen runter. Könnten wir vielleicht auch nochmal gucken, was dabei rumkommt, ne? So, Nate soll ich auch nochmal suchen. Wir haben jetzt auf jeden Fall richtig viele Ideen. Nate, Nicolas Nate. Den tun wir mal aufs Blickfeld und bleiben erstmal bei unserem anderen Kollegen, den wir da haben. Ja, der ist auch hier extrovertiert, froh Natur, professionell. Auch klasse, ne? Was wollen die, würden die für den haben wollen? Ja, die wollen auch für den mehr haben. Also wäre ich eher bei unserem anderen Kollegen da. So, generell soll ich nochmal in den zweiten Mannschaften gucken, sagt er. So, dann Niklas Schmidt von Wolfsburg 2. Wir können natürlich mal in die zweiten Mannschaften reingucken. Aber ich gucke jetzt erstmal eure namentlich genannten Spieler, die hier so dabei wären, ne? Niklas Schmidt hier, 73. Für 1,7 kann er wechseln, da ist auch sein Marktwert. Und er ist oberpeinlich, der Marktwert. Dann versuchen wir das doch einfach mal, ihn zu holen und gucken mal. Ah, das wäre das Transferbudget, wäre dann schon am Limit. Dann gehen wir da nochmal in die Finanzstatuten rein. Wir kriegen ja eh nicht alle, die ich jetzt hier anfrage, um Gottes Willen. Schaffen wir doch gar nicht, die alle zu organisieren. Aber der wäre ja für 1,7 Millionen ist der ja wirklich gar nicht verkehrt, ne? Da müssten wir. Er hat nämlich eine Ausstiegsklausel. Das ist schon klasse. Hä? Aber ich habe da jetzt hier eine Mille nochmal reingebuttert. Fuck off. Verhandlungsstatus. Einigung hier ganz in weiter Ferne momentan hier alles. Ist ja alles möglich. Ja, irgendwie würde ich bei Ari eigentlich momentan eher Abstand nehmen, ne? Nur mal gucken hier. Aber vor allen Dingen, hier sehe ich jetzt erst, der trainiert ungern, alles klar. Weg. Ari, weg. Pfui.
Wie kriege ich den jetzt hier wieder schnellstmöglich wieder gesucht, dass ich einen Rechtsklick drauf machen kann? Das ist nervig auf jeden Fall. Am besten Bielefeld suchen. Arminia Bielefeld. Ari, geht hier ein Rechtsklick? Ja, Angebot zurückziehen, bitte. Jo. Einmal weg. So, und dann suchen wir hier wieder nach dem Niklas Schmidt. Dann haben wir ihn hoffentlich jetzt irgendwie gleich mal so weit. Dass wir mal gucken können, was der gute Mann denn an Geld haben wollen würde, ne? Wir gucken mal. So, das haben wir gemacht. So, perfekt. Ja, wunderbar. Lara, Alibas und Diané würde ich aussortieren. Ja. Alibas und Diané auf jeden Fall. Danke dann dafür, Frank. Dann, der Maffi hat geschrieben, willkommen zurück. Ja, vielen Dank, Maffi. Sehr schön. Tiberius, bei den Transfers solltest du eher auf alte Hasen setzen, finde ich. Ist realistischer. Aber wir haben jetzt schon so alte, also viele alte Hasen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so davon über. So, und dann schau dir mal Go Johan von FC Seoul an. Das machen wir jetzt gleich. Jetzt gucken wir aber erstmal, was hier. Oha, oha. Das ist das natürlich auch. Also, da ist auf jeden Fall auch der Hund begraben hier. Was hier? Oha, da sind jetzt ganz komplett andere Dimensionen hier. Heieieiei. Ein höherklassiges Angebot kannst du auch für... bringt gar nichts, dann lassen wir es. Oh ja, das wird auf jeden Fall richtig knackig hier mit den Verhandlungen. 650.000. Versuchen wir einfach mal. Das wäre ja der eine Bringer, den wir unbedingt haben wollen. Ne? Und jetzt hier die ganzen Jungs aus der zweiten alle mal weg. Ist der Stress im Abstiegskampf besonders hart? Der Stress ist in allen Situationen der gleiche. Als Trainer musst du immer das Maximum aus der Mannschaft herausholen. Alles schaut auf den Coach, alle im Verein hoffen, den richtigen Weg zu finden. Ne? Ganz ehrlich, der Job ist für mich kein Stress. Man hat während des Spiels Stress, ansonsten ist es ein Traumberuf. Das ist wirklich brutal. Medien, Fans, Präsidium, alle wollen das Maximum. Wenn es daneben geht, dann steht der Trainer ziemlich alleine da. Ich würde sagen, der Stress ist immer der gleiche, oder? Aber wobei, hier, komm, wir machen mal hier, das ist Traumberuf für uns. Fanbeliebtheit plus 2, ja, sehr gut, wunderbar, klasse. Immerhin was Positives. Oh, es geht noch weiter. Wie können Sie das Team im Abstiegskampf motivieren? Indem ich Ihnen die Sprüche anderer Trainer über unser Team an die Kabinentür hänge. Das ist sehr schön. Wenn ich das wüsste, würden wir nicht auf einem Abstiegsplatz stehen. Das ist nicht so gut. Manchmal muss ich schon ein wenig flunkern. Dann sage ich bei der Pressekonferenz nach einer richtigen Klatsche, ich habe heute auch viel Positives gesehen, auch wenn ich nichts Positives gesehen habe und alles Schrott war. Aber auf diese Weise habe ich die Spieler für die nächste Partie gleich wieder ein bisschen aufgebaut. Motivation ist doch nicht das Problem. Wichtig ist, dass man den Spielern die Angst nimmt. Jeder von denen kann auch Fußball spielen. Die müssen es nur zeigen. Das ist doch toll. Das machen wir. Moral alle plus 1. Da siehst du mal. Zack. Da war doch erfolgreich hier. So. Robin Krukowski hat alle Trainingsspiele erreicht. Ja, mach mal, komm hier, zack. Guevara ist wieder fit. Teuerkauf fällt aus, 2 Tage. Okay. Gehen wir weiter in euren Ideen. Also, ich soll noch hier, sagt hier Tiberius, soll noch hier den Go Johan. Der ist gar nicht dabei. FC Seoul. Gucken wir mal. Vielleicht hast du den auch falsch geschrieben oder so. Nö. Also ich sehe den leider nicht. Du hast vielleicht auch eine andere Datenbank wie ich. Oder du hast dich verschrieben. Kann ja auch sein, dass der schon weggewechselt ist. Ne? Sieht man das nicht hier? Transfers sieht man da auch mal. Zugänge, Abgänge. Ne, ist auch bei den Abgängen nicht dabei. Von daher, keine Ahnung, wie man den wirklich schreibt. Ne? Wenn ich jetzt hier nur nach Go suche, da wird der ja Milliarden Sachen. Ja, da hängt sich erstmal der PC halb auf. Also das geht auch schon mal nicht. Goyo. Gucken wir mal, wenn wir hier nach... Dann haben wir aber nur Godsway. Gokuf. Ja, keine Ahnung, mein Freund. Guck nochmal, wie man den richtig schreibt, ob du dir dann einen Fehler eingebaut hast. Schwierig, auf jeden Fall. Sehen nicht, tut mir leid, aber war ein Versuch wert, vielen Dank.
Dann, Abidin Veli hat sich auch nochmal gemeldet. Sieht jetzt ganz schön eng aus. Ja, auf jeden Fall. Und mein Game hat gesagt, Fabian Schnellhardt von Duisburg ist bei ihm im Karrieremodus zu Leverkusen gewechselt und hat eine 88er Gesamtstärke erreicht. Das wäre vielleicht einer, der Rostock mit seinen 25 Jahren zum Klassenerhalt führen könnte. Aber der ist halt echt nochmal eine komplett andere Richtung, ne? Was hier so Gehaltsgefüge angeht. Also, boah. Fabian Schnellhardt, hier der hier, hatten wir eben schon mal, ne? Wir haben ein Angebot abgegeben, wir sind gespannt, was bei rumkommt. Ja, das wären so erstmal die Kollegen, die wir da haben. Ja, ich bin gespannt, ey. Es wird eng. Aber wir werden es versuchen. Und nehmen erstmal hier das Geld von Airbus natürlich mit. Und ja, Alibas hier, zack, 110.000 nur. Möchte auch eigentlich gerne bleiben, aber wir brauchen jetzt hier... Wir brauchen keine Bankhocker eigentlich, ne? Gehalt ist auch 240.000. Wenn er jetzt unter 150.000 gehabt hätte oder so, ne? Dann hätte ich gesagt, komm. Was? Ja, das, ja. Okay. Dann machen wir mal so. Ja, verbessertes Angebot hier für Ampadu. Also, tut mir leid. Können wir dann nicht machen, ey. Der bringt uns nicht sofort weiter. Er ist teuer, ey. Ah, auch wenn der hier klasse ist, ne? Sehr klasse ist der, aber nee. Es ist nicht machbar, ey. Ticken vielleicht. 370.000, aber dann ist er auf Ende. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hat der Gary gesagt, ist Ende und dann macht er doch noch weiter. Ja, ich weiß. So ist es. Aber es ist ja auch... durchaus eine besondere Situation, sag ich mal so, ne? Wir sollten noch in den zweiten Mannschaften vorbeigucken, wurde mir gesagt. Zu Recht wurde mir das gesagt. Und, ja, wen haben wir denn hier noch? McKenzie haben wir noch am Start, aber der hat auch Moral eher unten, ne? Und wir kennen ihn auch nicht, den McKenzie, also nicht komplett zumindest. Es wird gescoutet. Alles scouten hier. Luca Beckenbauer. Ne, Beckenbauer will ich nicht im Team haben, ey. Ja, gar keinen Bock. Fleckstein, Cthulhu, Gökhan Can, Tobias Fleckstein, was ist mit dem hier? Auch mal scouten. Wir scouten jetzt einfach mal hier so ganz wild irgendwelche Leute noch, die uns eventuell weiterbringen könnten. So, dann wir bei Bayern mal in die zweite Mannschaft gucken. Ja, da spielt ein Serge Gnabry, ja komm, ey. Alles klar. Ich hab da noch einen Arsch auf. Sandro Wagner in der zweiten Mannschaft. Alter Schwede, ey. Theo Brosch. Alexander Nitzel. Ja, auch nicht... Da ganz oben sind richtig krasse dabei und dann ist aber auch viel Gedünken da am Start. Klaus Strömer. Batista Meier. Das ist auch geil. Olivier Batista Meier. Sehr schön. Gut gemacht, Fußballmanager. Tja, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt auch gerade nicht so, so richtig wirklich super geile Typen. Alphonse Amade, der kann rechter Verteidiger, aber da haben wir ja eigentlich auch ganz gute Leute. Ne? Joel Linton, den kennen wir noch aus Zeiten, da war es noch um uns besser gestellt, nämlich aus Wiedenbrück. Da hat er echt gebombt sogar, eine Zeitweise. Nicht ständig, aber immer mal wieder, ne? So, gucken wir mal, ob wir noch irgendwo was über 70 haben. Hier, ihn hier könnten wir mal scouten und mal gucken, was bei rumkommt. So, bis 10 bitte. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm. Team wieder, zweite Mannschaft. Und wen haben wir noch hier bei den Leverkusenern? Poja Palo, Incrosso. Sam Schreck ist auch geil, der Name. Werden wir auch mal scouten. Also ihr merkt, wir werden jetzt hier gerade in dieser Folge sehr viel scouten und Enter drücken. Schon wieder Enter gedrückt hier aus Versehen. Um zu gucken, was so geht. Hier, Laszlo Baines, den wollte ich ja eben hier. Da habe ich jetzt schon, ne? Habe ich schon irgendwo auf die Liste draufgepackt, glaube ich. Egal, ist da zweimal drauf. Kuisane haben wir ja schon auf der Liste. Nils Rütten wäre noch am Start hier. Okay. Mika Hanratz, Yeboah, das ist eher ein Dribbler. Vielleicht hätten wir noch einen, so einen Stürmer-Typen, so einen
Ja, einfach einen, der Tore macht, ne? Hier, wenn der hier schon 23 Einsätze und nur 7 Tore gemacht hat, was wollen wir mit dem, ne? Hamburg. Pierre-Michel Lasogga, ne? Auch hier Sturmtank, aber. Ja, mal gucken mal, was würden die. Ach, da haben wir schon mal angefragt, weil hab ich auch schon. Ja. Ja. Janicic. Ist auch nicht so überragend. Zweite Mannschaft Wolfsburg hier. Victor Osimhen. Ah, geht so alles, ne? Also so richtige Brüller sind da nicht dabei, ey. Ölschläger. Milos Jojic, auch in der zweiten von Köln. Aha. Was wäre mit dem? Nicht attraktiv genug. Na gut, Nicolas Natay haben wir ja schon angefragt. Der war uns ein bisschen teuer. Anto Krčić. Was mit dem so? Händeringend suchen die nach einem Interessenten. Aha. Da gucken wir da auch nochmal rein hier. Nicht akzeptabel. Ach, ist doch scheiße. Den Krčić hier, den werden wir hier mal ins Blickfeld nehmen. Der ist ja hier, der ist glaube ich ein ganz heißes Eisen. Der könnte halt auch wieder Kohle ohne Ende kosten, aber den finde ich ja auch super interessant. Dadachov, auch so ein Wechseltyp irgendwie, weiß ich nicht. Sierro, ach. Alles auch nicht so übergeil, ne? Na gut, gehen wir erstmal weiter ein paar Tage, um zu gucken, was bei den anderen Verhandlungen bei rumkommt. Sollte man auch noch weiter klicken. Und ansonsten können wir da nochmal gucken, was da so machbar ist, ne? Ventile hier, zack, komm, unterschreiben, alles weg. Unterzeichnen, ja, weg. Wer wechselt, der wechselt, ey. Tschüss. Niklas Schmidt, ja, das haben wir gekriegt hier. Für 1,7 Mille. Ja. Wunderbar. Eventuell jetzt wieder ein bisschen mit dem Vertrag bisschen hochgepokert. Da werden wieder irgendwer sagen, ja, müssen wir weniger nehmen. Aber ganz ehrlich, so ein Spieler hat es doch gebraucht, ey. Das ist doch richtig, richtig stark jetzt. Hier so ein 73er Kollegen da. Mensch. Der ist auf jeden Fall unsere neue Nummer. Der ist einfach Nummer 12. Hier. Unser 12. Mann ist das. Auf jeden Fall Pressekonferenz, keine Leute hier interessiert, okay. Neuverpflichtung, alle super geil drauf, deswegen klasse. Können wir hier direkt nochmal sagen. Ach, kann ich in dieser Woche nicht. Okay, die habe ich verpasst hier, die beiden. Es wäre auch schon wieder hier die Frage, ob man irgendeinen von denen wieder losbekommt hier. Dominguez oder so. Wobei, auf der anderen Seite haben wir ihn eben erst geholt, ne? Aber für 155.000 könnte man zum Beispiel auch in Geld wieder machen. Mal gucken, ob wir den angeboten kriegen irgendwo. In der dritten Liga oder so. Keiner Interesse. Zweite Liga, Bochum oder so. Machen wir einfach mal. Vielleicht holen wir ihn für 500.000. Nö, nicht interessiert, alles klar. Belgien oder so, Spanien. Weil, ja, es ist halt einfach so, dass manche uns dann nicht mehr so viel weiterbringen. Aber das ist, glaube ich, auch hier ein bisschen sinnlos. Portugal, auch nicht interessiert. In Russland vielleicht irgendwer, nee. Ja, dann ist es so, dann bleibt er halt bei uns, ist ja auch nicht so schlimm. Weil wir an und für sich ja, ist der in Ordnung. Aber wir spielen auch gerade nicht so mit ZM, ne? Das war... Und OM, da ist er halt weit weg mit seiner Eingespieltheit. Gut, wir behalten ihn erstmal. So weit, so gut. Wir haben den ersten richtigen Kracher-Transfer hier. Ganz stark mit Schmidt. Haben wir jetzt natürlich auch mit Hämmerlänen. Ja, war ich bei denen. Da habt ihr schon recht, ne? Da hat der Gary. Hat er sich da doch ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen mit den zum Teil älteren Leuten, ne? Ja, Niklas Schmidt hier. Ah, öfter mal auf euch hören, wäre schon gar nicht so verkehrt. Ich frage mich auch, ob wir Will Grigg nicht nochmal loswerden sollten. Der ist wohl bei hier, der bringt 1% auf alle Mitspieler. Eigentlich finde ich ihn auch cool und so. Bin mir noch nicht so sicher. Wir gucken jetzt erstmal, was mit den restlichen Verhandlungen hier passiert. Wir sind ja noch mit einigen hier am Start. Lenzmeier zum Beispiel als Innenverteidiger. Aber dann brauchen wir hier Schnellhardt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Komm. Wenn wir jetzt
so einen haben, Fabian. Schnellhardt. Können wir den eigentlich erstmal ad acta legen, weil der ist ein DM, alles gut, aber da auch nur 70. ZM hat er eine 64, und er ist teuer, ne? Er ist teuer. Wir gucken mal, was bei rumkommt. Komm, wir gehen einfach erstmal weiter. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, Kuisane, ne? Ist ja auch hier noch am Start. Als ZMDM-Kollege. Der war ja auch deutlich günstiger als der Schnellhardt, ne? Und hat ungefähr die gleiche Ausgangslage. Ich glaube, dem Schnellhardt, das wird nichts. Aber danke für den Tipp, den mal angeguckt zu haben. Lewandowski stark wie nie. Ja, mal gucken, wie es jetzt in der Bundesliga wird, ne? Da wird es interessant auf jeden Fall. Gehen wir hier auch mal ein bisschen was hier, Angebot unterbreiten. Linzmeier da. Ja, wäre schon eine mögliche. Ja, hier, das können wir jetzt das sein lassen mit Ampadu. Konzertanfrage, kommen wir, machen wir auch wieder. Ach, schon wieder. 25 miese. An Stefan Skugal. Den können wir auch mal hier raushauen. Braucht auch kein Mensch aus dem Blickfeld weg. Tschüss. Ja, liebe Leute. Bin gespannt, wie es. Ja, die zweite Mannschaft gewinnt 2:0 gegen Roland Beckum. Klasse. Ricardo Rodriguez, der Linksverteidiger, wechselt von Real Madrid zu Barcelona für 37 Millionen. Und Hector Bellerin, der Rechtsverteidiger, von Arsenal zu Barcelona für 83 Millionen. Alter Schwede. Kevin Campbell von Leipzig zu Hoffenheim für 31 Millionen. Meine Güte. Thomas Delaney von Gladbach zu Leipzig für 17 Millionen. Was machen die denn hier alle schon wieder? Justin Hogmar von Hoffenheim zu Hertha für 14 Millionen. Alter Schwede, hier wird Geld verbrannt. Mensch, Mensch, Mensch. Gonzalo Martinez, auch hier. Die Hertha holt hier auch nochmal für 15 Mille noch einen. Da haben die ja mal gerade 30 Mille rausgekloppt, ey, für zwei Spieler. Puh. Arda Turan. Aha. Gar nicht mitgekriegt, dass der auf einmal bei Stuttgart spielte. Und jetzt spielt er bei Wolfsburg. Das ist auf jeden Fall auch ganz interessant. So, so. Ja, gespannt, wie er sich da so schlägt. Wolfsburg generell hier im Kaufmodus. Lucas Alario von Hoffenheim weggekauft. Was haben wir noch hier? Rugani von Turin zu Leicester City. Köln kauft zwei Spieler, den David Abraham und Pekaric. Also hier ist ja richtig viel los jetzt momentan. Cedric Soares von Arsenal Richtung Stuttgart für 11 Millionen. Boah, was ist denn hier los, ey? Schlupp auf 10 Mille nach Hoffenheim. Diego Demme für 10 Millionen zu Bremen. Meine Herren, ey. Brooks von Wolfsburg zu Hoffenheim für 21 Millionen. Das sind halt auch Gelder, die hier fließen. Mensch, ey. Wendell von Bayern zu Gladbach. Die wechseln ja die komplette Liga hier aus. Was ist denn da los, Mensch? Nürnberg. Gideon Jung von Hamburg Richtung Nürnberg. Das ist auch nicht so verkehrt, ne? Ah, ja, ja. Das ist interessant hier. Ganz interessant auf jeden Fall. Trainerkarussell, da bin ich ja froh, dass wir hier noch nicht standen, ne? Aber bei West Bromwich Albion hat sich ein krasser Transfer angebahnt. Und zwar Landon Donovan wurde als Trainer entlassen und Ciriaco Sforza, wo leider der Vor- und Nachname verdreht wurde, nämlich Sforza Ciriaco heißt er hier, ist jetzt neuer Trainer von West Bromwich Albion. Klasse. Interessant auf jeden Fall. So. Dann gucken wir mal hier beim Kuiskane rein. Ne? 800.000 ist natürlich auch wieder viel zu viel. Aber wir machen hier noch einiges an diesem Vertrag, sage ich mal so. Ne? Gehen wir hier noch runter. Guck mal, wo wir hier runter können. 480.000. Hier dann noch sagen, du wirst in der Regel spielen, geht vielleicht noch was. Ne, geht nicht, aber dann sind wir zumindest bei fair. Natürlich, wir könnten jetzt hier sowas machen, aber wenn der sagt, er scheint mir viel zu gering, dann kommt er dann auch wieder nicht. Da habe ich auch keine Lust drauf. Oh, Niklas Schmidt fällt aus. Ich fasse es ja nicht.
Muskelfaserriss. 13 Tage, toll. Direkt mal hier weg. Ah. Ja, die zweite Mannschaft, wie gesagt, gewonnen. 2-0, immerhin. Ben Tiede wechselt zu Euskirchen. Tschüss, Ben. Scouting abgeschlossen von McKenny. Hätte auch eine 70. Aber jetzt haben wir in dem Bereich auf jeden Fall gerade Spieler an der Angel, wie man so schön sagt. Fleckstein. Ja, auch nur eine 60. Also das scheint auch nichts zu werden hier. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Für Hansa Rostock ist es nicht so gut gelaufen. Ja, Schnellhardt wird zu teuer hier. Das wird mit nix. Für Hansa Rostock ist der Start nicht gut gelaufen in die Saison. 3-0 gegen Cottbus haben sie draufgekriegt. Krass auf jeden Fall. Und ja, da sind sie auf jeden Fall ganz schlecht beraten gewesen bei dem ersten Spieltag. 3-0 gegen den Aufsteiger. Also denen geht's auch nicht gut in der Realität. Von daher, ja komm, dann kannst du halt für die Hälfte gehen. Ist okay. Und wir bieten dir hier auch einmal das hier an Geld. Bin gespannt. Sandhausen und Rostock einigen sich auf 950.000. Linzmeier laufen jetzt. Natenko möchte bei Standards mit nach vorne gehen. Kuiskane ist auch bei uns angekommen. Wir nehmen die Rückennummer 24 für ihn. So, bam, Junge. Pressekonferenz. Scout kehrt zurück. Du Typ, du bist da auch gar nicht eingeplant als Rechtsaußen, ey. Mach doch mal hier nicht so einen Stress. Ein Quatsch. So. Alibas wäre jetzt gut, wenn der noch geht, ne? So, ja, die Idee mit den alten Leuten ist einfach nicht aufgegangen. Muss man dann so sagen. Guevara jetzt hier als Innenverteidiger. Warum? War einfach, weil es mehr Sinn macht hier offensichtlich, ne? Ja, gut. Also Innenverteidiger sind wir ja noch bei einem dran. Hier kann ich jetzt noch Hallo, guten Tag sagen. Herzlich willkommen. Und ja, wir verbraten jetzt das ganze Geld. In der Hoffnung, dass wir irgendwie noch die Liga halten können. Ne? Das ist so das Wichtigste, was wir überhaupt irgendwie angehen können. Und natürlich nicht pleite gehen, aber das glaube ich jetzt auch nicht so ganz. So, ich habe nicht geguckt, wann ich die Folge gestartet habe. Ich glaube um 4 nach oder so. Ich weiß es nicht genau. Er hat bei dem nichts gesehen, der beim Arthur Joche, was eine Verpflichtung rechtfertigen würde. Alles klar, gut. Fleckstein, ja, eine 62 brauchen wir nicht. Laszlo Baines ist bei einer 80 momentan, okay. Da wird allerdings das Geld auch ein bisschen höher sein. Hier, Ampadu wechselt jetzt zu Partick Thistle. Und wir gucken mal, ob wir sehen können, was er so verdient. Grundgehalt 390.000, ja. Aber wie gesagt, er hilft uns auch nicht sofort weiter, ne? Der Frank wird sauer sein, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt müssen wir mit unserem Geld erstmal hier zusehen, dass wir unsere Mannschaft hier irgendwie zusammenhalten und auf Vordermann bringen. Das war natürlich bitter hier mit der Verletzung. Ne? Quiring könnte man eigentlich jetzt auch mal. Komm. Anbieten. Verkaufen. Braucht auch kein Mensch mehr. Ganz ehrlich. Und bevor du, armer Sack, bei uns hier verwehst auf der Bank, auf der Tribüne irgendwo, da komm, dann geh doch lieber hier irgendwo noch hin. Aber sieht schlecht aus. Machen wir erstmal das hier. Vielleicht kommt ja dann was. Und in der zweiten Mannschaft hatten wir jetzt noch hier unseren Diané hingestellt. Da werden wir auch nochmal hier Spieler anbieten machen. Er hat die Schnauze gestrichen voll, hat er. Ja, ist spannend, was jetzt hier so in der Transferphase läuft. Ne? Dritte Liga hier. Wiesbaden nicht interessiert. Die suchen doch alle. Warum seid ihr nicht interessiert, ey? Da, zack, einer ist interessiert. Weg. Auf Wiedersehen. Und ja, so weit, so gut. Einer der Scout hat nichts zu tun hier, Kretschmer. Dann gucken wir noch, was wir noch hier so an Leuten haben.
Vielleicht auch nochmal an Vereinslosen. Manchmal tut sich da ja vielleicht nochmal was. Vereinslos. Bekanntheit. Gar nichts Bahnbrechendes. Gar keinen Fall. Aber hier Gökhan Güney können wir zumindest mal scouten lassen von unserem Arbeitslosen-Scout. Der ist wenigstens jung, ne? Aber der Rest, ne, brauchen wir nicht. Dann alle, und ich mache mal hier Ausstiegsklausel oder so ein Quatsch an. Gucken wir mal, was da noch so bei ist. 72er, 71er IV, Stipe, Wukur. Was wäre denn da der Fall? Was hat der denn für eine Ausstiegsklausel? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Vielleicht höhere Liga und weil wir in derselben Liga sind und so weiter. Könnte auch sein, ne? So, gucken wir nochmal hier in den ersten Kader rein. So wird hier momentan aufgestellt. Warum genau, wie gesagt, weiß ich nicht genau. Aber so sind wir momentan hier. Kuisane am Start. Niklas Schmidt hat sich direkt verletzt, ne? Klar, super Sache. Und den werden wir doch uns noch hier richtig zusammenbiegen, auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl. Könnte aber auch sein, dass wir vom Jay gesagt bekommen, Frank, müssen wir uns darauf einstellen, dass das hier uns nicht weiterhilft, der Kuisane. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dass das nicht in Jays. Ja, was will ich denn sagen? Motto passt, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich da sagen. Jay, hilf mir mal. Warum, wo passt es bei dir nicht hin? In dein Motto, in deine Arbeitsweise, in dein Verständnis, in deinen Geldbeutel? Ich weiß es nicht. So, okay. Alles klar. Gehen wir mal weiter hier, ne? Ausdauer haben einige Leute. Zack, zack, Fitness haben wir wieder dabei. Aber dafür ist die Frische nach unten gegangen. Hätten wir vielleicht nochmal die Frische angehen sollen. Aber das ist ja meistens so, ne? Hier beim Trainingslager. So, zack, weg. Ja, nee, das wäre klasse. Wenn der noch wechselt. Jetzt geht's hier gegen unsere Jugend ran. Quiring. Zapato ist jetzt vorne drin. Wilkrick. Der will auch. Ich habe das Gefühl, der will wieder weg. Der will weg. Dritte Liga hat aber keiner Interesse. Zweite Bundesliga. Komm, dann wollen wir ihm das geben hier. Dann ist es halt so, ne, wenn die Leute weg wollen. Belgien, Frankreich vielleicht hier irgendwo hin, keine Ahnung. Was geht denn da mit ihm? Portugal, vielleicht kann er da glücklich werden, auch nicht. Rumänien. Nicht interessiert. Schweden, gucken wir mal rein. Auch niemand. Dann wird es ein bisschen knackig jetzt langsam. Dänemark. Auch keiner. Dann weiß ich nicht, wohin mit dir, mein Freund. Japan, vielleicht. Die könnten doch da mit der Medienwirksamkeit mit ihnen doch wenigstens noch was anfangen. Serbien. Ich hätte schon die Schweiz angeklickt gehabt. Nee, glaube nicht, oder? Vielleicht auch doch. Dass wir dann vielleicht doch noch nach einem neuen Stürmer auch gucken. Wenn nicht, dann bleibt er halt bei uns, ne? Aber er will ja eigentlich auch weg. Hat die Schnauze voll. Hat man schon gemerkt. In den letzten Spielen, ne? Und dann ist er noch zu spät zum Training gekommen und so weiter und so fort. Also da ging auch nicht so viel bei ihm. Agenten beauftragen. Auf geht's. Zack. Ja, wir gehen jetzt mal rein hier in die Partie gegen die Jungs aus der Jugend. Und ja, wir brauchen einen Innenverteidiger. Hilft ja nichts. Auf geht's nochmal. Nochmal suchen nach einem Innenverteidiger. Linzmeier sind wir ja dabei zu holen. Und wir gehen jetzt hier rein, haben da alle. Und zwar Innenverteidiger, bitte.
gucken, was wir da noch so finden können an Leuten, die uns auch weiterbringen und aber auch nicht ins Armenhaus reinhiefen. Ne? Thanos Petzos ginge zum Beispiel noch. 71 immerhin. Stipe Vukua aus Kaiserslautern, logischerweise auch. Kierland, auch schon wieder ein bisschen. Was ist hier mit ihm hier? Der wäre. Der Leo. Ach, jetzt weiß ich, wer hier mit Leo gemeint war, auf jeden Fall. Gucken wir mal, was wir für ihn. Ja, da kann man auch noch was holen hier. Da kann man noch was rausholen. Da bin ich voll dabei. Ein Schnäppchen machen wir hier auf jeden Fall. So, ja, es geht ran gegen die A-Jugend. Wir gehen in den Textmodus, aber wir machen ganz schnell Textmodus. Weil so gibt es wenigstens noch. Ach so, jetzt hören wir uns noch tief. Um Gottes Willen, ey. Da ist das Spiel ja schon. Das vergesse ich immer. Ach ja, komm. 200 Zuschauer sind übrigens da. Wahrscheinlich ihr alle. 1-0. Boah, das ist auch nicht so die berauschende Kampfanlage, die hier so raushauen. OM, komm, dann kommt Dominguez mal rein. Und Zapato del Hombre hat auch noch eine 2,5. Wir nehmen jetzt hier jede gute Note natürlich gerne mit, ne? Teuer Kauf, ne, Ignatenko kommt mal mit dahin. Okay, so, zack. So haben wir uns das vorgestellt. Alles hier so laufen lassen. Und zweite Hälfte einmal durch. Bleibt hier bei dem 1. Oh, 1:1 gegen die eigentlich. Oh Gott, das ist ja. Alter Schwede. Ja, ich sehe ja hier ganz, ganz böse Vorzeichen, ey. Eieiei. 1:1 gegen die A-Jugend. Das ist übel, ey. Das ist richtig übel, finde ich das. Fast noch übler als die komplette anderen Ergebnisse, die wir da so hatten, ey. Trainingsziele, richtig viele haben wir hier. Vertragsverhandlungen von Adibas sind gescheitert. So ein Mist. Direkt wieder anbieten, irgendwo hin. So, hier, dritte Liga irgendwo. Osnabrück. Nicht interessiert, Lotte. Außerhalb des Budgets, zack, Kickers. Da geht's hin. Die Form von SimCity hat sich verbessert um 2 Punkte. Ja, Scouting abgeschlossen. Laszlo Baines haben wir fast. Sam Schreck, nichts für uns mit der 66. Diane, Scouting abgeschlossen von Güney. 64 brauchen wir auch nicht. Nee, weg. Jugendspieler erreicht, Dennis Schraus angeschlagen, wieder fit. Erfahrungsstufe bei Vasialidis, das ist gut. Niklas Schmidt freut sich, abgeschlossen. Laszlo Baines mit einer 67. Ah, der sagt hier, nee, das war klar. 62er sind, glaube ich, das höchste der Gefühle. Kein Verein an Quiring interessiert. Alles klar, alles klar, alles klar. Quiring, wo bist du? Auf geht's. Aktion in die Reservemannschaft. Dauerhaft bitte. Dann geht's halt so weiter, dass wir das mal so machen müssen. Quiring nochmal anbieten hier für 245.000 in die dritte Liga irgendwo hin vielleicht. Es geht doch nicht. Chemnitz? Ja, Chemnitz meldet sich. Alles klar. Spart uns alles Kohle ein. Ist so, ne? So. Joa. Strauß ist bald auch wieder fit. Lara leider echt am Abbauen, stärketechnisch. Wie sieht's aus? Hier Kai Havertz von Arsenal FC zu FC Bayern München. Alter Schwede für 86 Millionen Euro. Hohoho. Garay wechselt von Valencia zu Everton. Murillo von Neapel zu Inter. Auch wieder klasse Dinger dabei. Timo Baumgartel von Leicester City zu Hoffenheim. Und wir sind sogar mit dabei hier bei guten Deals. Klasse. Klasse. Also die erste Bundesliga, die kauft gerade ein, ey. Menschenskinder. So, was sagt die Uhr jetzt? Guck mal gleich mal, was die so sagt. Komm, wir gehen denen entgegen hier. Forderung stellen. Ja, auch hier unterzeichnen wir, klar. Schönburg nehmen wir noch mit. Oh, Guevara fällt aus, Knöchelprellung. Was haben wir denn jetzt auch wieder hier mit den Verletzungen eigentlich? Haben wir so lange außen vor, jetzt gerade geht's ab.
Pipapo, Schönburg mit 270, das muss ja jetzt wohl hier mal klappen, ey. Das kann ja keiner mir erzählen wollen. Dass das hier so eine schwierige Sache werden sollte. Will Crick tun wir mal vorne rein. Der zieht jetzt hier einfach mal alle Tore. Weiß ich schon. Kein Verein interessiert an Will Crick. Gut, Scout kehrt zurück. Scouting abgeschlossen. Oh nein. Das ist natürlich bitter. Da habe ich nicht bedacht, dass die Freunde waren. Hier der Tore Jakobsen und der Diané. Jetzt fast die Frage, ob man Jakobsen jetzt schon für die Tür setzt. Er hat nämlich 10 Moralpunkte verloren und er will nicht verlängern. Ne? Geht noch bis 2021, also noch ein Jahr. Da wäre schon fast hier UHA, ey. Könnt ihr euch mal überlegen, was wir mit Tore Jakobsen machen, auf jeden Fall. Guevara weg. Angeschlagen, okay. Kartic braucht auch keiner. Tschüss, aus dem Blickfeld entfernen. Standesgemäße, ja, Diané ist weg. Beteiligung, 28.000 gehen noch raus. Dann gehen wir jetzt noch das Freundschaftsspiel hier mit. Und dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir pausieren. Ne? Und ihr erstmal alles verdauen könnt, was hier so passiert ist. Und es ist ja viel passiert. Ne? Es ist richtig viel passiert hier bei uns. Machen wir mal eine Tannenbaum-Taktik. Haben wir jetzt hier richtig tolle Noten, die wir auch mal auswechseln können. Und ja, mehr geht jetzt gerade nicht. Boya Dominguez würde ich aber ganz gerne reinbringen eigentlich. Komm, dann spielen wir ohne Rechtsverteidiger. Machen wir so hier. Wird ja wohl hinhauen, oder? Ziehen wir ihn nach hinten, so Halbzeitansprache. Wir drehen hier richtig auf jetzt noch. Kommt, meine lieben Leute. Ja, zack. Pipapo. 4-0, 5-0. Schade, 6-0 wird es dann nicht, aber gute Noten nehmen wir mit nach Hause. Bis auf Javi Lara. Das passt gerade ins Bild bei ihm, ne? Dass wir gesagt haben, dass es eigentlich schwierig für ihn wird. In der nächsten Zeit, so, ne? Ja. Quering wechselt jetzt auch. 71 Spieler vor unsicherer Zukunft. Da könnten wir mal gucken, was haben wir da so in unserem Metier. Pascal Köpke. Ist halt rechts außen, ne? Ist aber auch ein Stürmer. Könnte man sich dahin machen. Das hat ja zum Beispiel unser Kollege Frank Schöneborn auch gesagt. Den sollte man sich mal überlegen. Wen haben wir noch hier? Wen haben wir noch? So viele sind es gar nicht. Aber Daniel Halfer zum Beispiel. Aber auch alles so rechts außen, Leute. Braucht doch kein Mensch. Und auch noch alt, ne? Köpke ist wenigstens 24 erst. Das ist Subiesch, wäre natürlich geil, ne? Aber der wird nicht abgegeben, weil zu wichtig. So, in der ersten Bundesliga, wer läuft denn da so aus? Usami, Schmid, Mike Franz, Robert Zui von der TSG Hoffenheim, okay. Hadagunai, sollte ich vielleicht auch mal nach Stärke hier sortieren. Ne? Ja, da geht vielleicht auch noch was. Aaron Hunt. Ich bin ja Freund davon, ne? Habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, von so Leuten verpflichten, die da so ehemals unterwegs sind und so. Finde ich geil, aber momentan ist das vielleicht nicht die richtige Strategie. Den haben wir hier in der Premier League auslaufend. Zanka, Liedbeger, Mark Noble. Callum Chambers ist natürlich nicht so verkehrt, ne? Auf der rechten Seite, 73er Typ, aber nicht attraktiv genug. Gut. Dann könnten wir noch in die Niederlande mal reinblicken. Da haben wir Willem Jansen, aber auch, auch alt, ne? Und Michel Flapp, aber in der Mitte haben wir jetzt genug gerade gekauft eigentlich. Edson Brafheit, ja, guten Tag. Der alte Haudegen mit 36. Klasse. Dann können wir noch nach Österreich reingehen. Wie sieht's da aus? Da sind 70er die besten. Frankreich. Auch nochmal hier nach Stärke. 71er, ja, hier. Léo Lacroix, ne, den haben wir ja gerade. Sind wir dabei. Den eventuell zu holen, ne?
Wir sollten aber noch ein verbessertes Angebot machen. Machen wir auch. Natürlich. Und ja, Linzmeier ist jetzt auch bei uns, ne? Super. Rücknummer 2 können wir akzeptieren und Pressekonferenz natürlich. Ah, Jasper Verlat ist verärgert. Komm, ey, ziemlich sauer. Was ist los mit euch? Kirin wechselt. Pro über Neuverpflichtung. So sieht's erstmal aus. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier Pause. Ich glaube, ich bin sogar über die Stunde. Das muss ich jetzt hier wieder mal hinkriegen, dass ich mal öfter auf die Zeit gucke. Aber im Moment war mir das jetzt auch einfach wichtig, ne? Natürlich ist euch ja auch wichtig. Und ja. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt hier mit den momentanen Sachen ganz gute Wechsel gemacht haben, ne? Wir gehen mal rein und gucken. Erste Mannschaft sieht jetzt momentan so hier aus. Linzmeier wird uns hier ins DM. Da sind wir jetzt auf jeden Fall auch gut am Start mit den DMs. Können wir neuer Teuerkauf eigentlich auch schon wieder verkaufen. Der wird auch nicht mehr besser. Scheiße, ey, da habe ich aber auch. Das waren halt Spieler, wo ich mir gedacht habe, ey, die können uns doch da helfen und dann haben sie es doch nicht geschafft. Kein Interesse. Zweite Bundesliga, Greuther Fürth. Auch keiner. Spieleragenten mal beauftragen. Weil wir haben jetzt hier in der Mitte mit Kuisjane, der da auch spielen kann. Mit Teuerkauf. Mit Verlat. Und halt auch mit Linzmeier, der auch in IV-mäßig da unterwegs ist. Haben wir da jetzt richtiges Pulverfass da in der Mitte fast schon, ey. Niklas Schmidt kommt bald wieder. Ganz gut sieht es jetzt gerade aus, finde ich. Idee wäre jetzt noch, ja, Alibas abzugeben. Sind wir dabei? Frage nach Dominguez ist die Sache noch. Und wie ist es mit Teuerkauf, ne? Also Dominguez und Teuerkauf. Wie steht ihr dazu? Was denkt ihr? Vergeben? Vergessen? Sein lassen? Oder was auch immer. Und wenn wir mit der ersten Mannschaft fertig sind, dann kümmern wir uns noch um die zweite Mannschaft. Da bin ich dabei. Wir haben jetzt noch 2 Mille Transfers. Verhandlungsstatus sind im Moment hier noch mit Lacroix am Start. Das passt auf jeden Fall sehr gut ins Transferbudget und ins Gehaltsbudget wahrscheinlich auch. Das heißt, wir könnten sogar noch einen Kracher uns irgendwie besorgen. Und weiß ich nicht, wenn hier der Strauß wieder in Form ist, ne, dann hat er ja auch eine gute Grundstärke. Und die können wir über Erfahrung wieder wegmachen. Da können wir überlegen, ob wir jetzt wirklich noch Wilgric auch noch irgendwie loswerden oder so. Keine Ahnung. Teuerkauf, Dominguez, Wilgric. Was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Und auch eigentlich Lara. Ja. Viel zu tun für euch. Aber wir haben jetzt wenigstens mal ein bisschen was hier an Leuten herlotsen können. Und ja, Jakobsen war auch die Frage, ne? Das war noch eine richtig wichtige Frage. Pushen wir uns den hoch wieder? Oder machen wir Transfergewinn und verkaufen den. Richtig, richtig viele. Ich gehe nochmal durch, ey, damit wir hier nicht was vergessen. Teuerkauf, Wilgric, Dominguez, Jakobsen. Wie seht ihr das? Verkaufen, nicht verkaufen. Und ja, was holen wir als Alternativen? Es wird bestimmt noch eine schöne Folge mit Transfers geben. Das sieht danach aus auf jeden Fall. Und dann, ja, sag ich mal, bis dahin, ne? Vielen Dank für eure Kommentare jetzt schon mal im Voraus und so. Und macht's gut. Genießt die Hitze weiterhin. Tschüssi!